Eine Revolution von Morelo. Ja, der Loft, den gab es bisher nur auf Iveco Daily Basis. Und jetzt im Jahr 2020, passend zum Caravansalon, gibt es ihn jetzt auf Eurocargo Basis. Hier ist Reinhard Löhner. Ich grüße dich herzlich. Servus. Ich grüße auch alle Zuseher. Ja, ist das denn der Wahnsinn? Das heißt, ihr habt ihn jetzt wirklich auf ein LKW-Chassis gestellt, richtig? Ja, das ist eine, glaube ich, ganz gute Idee. Wir haben ja vor mehreren Jahren, ich denke vor 3-4 Jahren, die Palace-Baureihe auf dem gleichen Chassis gebaut. Da ist aber der neue Palace ein wenig schwerer geworden und dann wird es mit dem LKW-Chassis mit 7,49 Tonnen doch ein wenig schwer. Und die Zuladung ist dann etwas zu gering. Und da war jetzt vielfacher Wunsch der Leute, die gerne mit dem alten Führerschein der Klasse 3 ein LKW-Chassis fahren möchten, das wieder zu kombinieren. Und da sind wir mit dem Loft ideal. Denn wir haben hier doch noch relativ gute Zuladewerte und können dem Kunden ein sehr stabiles und sehr praktisches Eurocargo 75 E21 LKW-Chassis anbieten. Ist es denn viel teurer geworden, ich frage mal so, gegenüber dem Iveco Daily? Nein, eigentlich gar nicht. Also die Unterschiede, denke ich, sind rechnerisch marginal, weil wir ja viele Attribute gleich von vornherein in dem Fahrzeug haben. Also zum Beispiel ist das Fahrwerk ohnehin breit. Das heißt, ich habe bereits eine breite Achse, ich brauche sie nicht extra breit machen. Ich habe 17,5 Zoll Bereifung, habe also auch gleich große Räder, ich habe hohe Tragfähigkeit, muss keinerlei Fahrwerksverstärkungen machen, ist alles im Grundpreis enthalten. Ich habe einen 180 Liter Tank, brauche ich keinen Aufpreis und so weiter. Und wenn ich das alles zusammenzähle und dann jetzt hier noch nehme, dass wir ja ein Jubiläumsmodell noch draus gemacht haben, dann ist das Fahrzeug eher schon, ich will ihn nicht falsch verstehen, aber es ist schon eher noch ein Schnäppchen. Das ist so. Das heißt, der Eurocargo, den kennt man aus dem Nahverkehr, korrekt? Das heißt, man sieht ihn sehr, sehr oft. Es ist ein Nahverkehrs-LKW. So, das heißt, wir reden. Gute Attribute hat, also ist ein sehr solides Fahrzeug. Stark ist der Hubraum. Der ist ja normalerweise auf 3 Liter beim Daily und hier habe ich einen wesentlich höheren Hubraum. Ja, hier haben wir einen 4,5 Liter Motor mit 206 PS und doch schon 680 Newtonmeter Drehmoment, also ein stabiles Fahrzeug mit einem automatisierten Getriebe und damit federleicht, kinderleicht zu bedienen. So, ich kann noch einiges hinten dranhängen, richtig? Ja, du kannst bei dem Fahrzeug 3,5 Tonnen anhängen und er verträgt das auch. Er hat ja eine Druckluftbremsanlage, damit ist eigentlich alles geregelt. Retarder, gar kein Problem, den gibt es hier ab Werk? Nein, bei dem Fahrzeug gibt es keinen Retarder. Er hat aber eine verstärkte Motorbremse und die ist an und für sich schon ausreichend. Genau, wenn du mich mal kurz mal aufklärst, was ist ein Retarder, was ist eine Motorbremse für Laien? Ein Retarder ist eine elektrische Wirbelstrombremse, also praktisch ein Magnet, der eine in der Mitte den drehenden Teil der Antriebswelle abbremst, magnetisch. Und eine Motorbremse verschließt praktisch den Abgasstrom und drosselt so die Kraft des Motors. Und über den Antriebsstrang wird das Fahrzeug abgebremst. Also das ist das, was man kennt, wenn man jetzt im LKW sitzt. Der drückt auf die Motorbremse und da macht er so richtig, das heißt, er bremst nicht. Brummt er und schiebt. Ja. Und schiebt, ja, Berg runter. Du kennst das, wenn man Stuttgart runterfährt, ja, da gibt es ja den Berg. Ich fahre mit meinem Daily ohne Retard runter, da muss ich schon ganz schön runterschalten. Stuttgart kenne ich gut, da habe ich schon sehr oft gezahlt, weil ich immer 10 km/h zu schnell bin. So, ja, es gibt Fahrerassistenzsysteme an Bord. Ja, und hier sind wir richtig gut. Also wir haben natürlich den Tempomat, aber es ist ein Abstandsregeltempomat. Also schon die beste Stufe davon, denn ich kann mit konstantem Abstand hinter dem Vorausfahrenden immer im Sicherheitsabstand bleiben, ohne darauf achten zu müssen. Der regelt dann seine Geschwindigkeit, die ich vorher eingestellt habe, selbst und hält aber gleichzeitig sauber den Abstand.
haben natürlich die Notbremsfunktionen alle bereits serienmäßig an Bord, muss also auch hierfür keinen Cent extra ausgeben. Ich habe eine unglaublich gute Rundumsicht. Ja, wir haben das bei dem Actros ja schon gesehen. Der hat schon keine Spiegel mehr. Der hat 360 Grad Birdview. Ist es hier verfügbar, Birdview? Nein, das ist in dieser Leistungsklasse noch nicht verfügbar. Okay, die Rundumsicht quasi. Man kann es, glaube ich, sogar nachrüsten lassen bei Fremdausrüstern. Aber ich sag mal, die Rundumsicht hier mit dem Spiegelsystem, ich habe ja das gleiche Spiegelsystem. Ich kann nach vorne blicken, vors Fahrzeug. Ja, ich habe an jedem Fahrzeug hier 6 Spiegel. Heißt immer den Hauptspiegel. Ich habe den Weitwinkelspiegel und der oberste Spiegel ist ein Bugspiegel. Den kann man entsprechend einstellen, wie man das braucht. Also der rechts oben wird in der Regel so eingestellt, dass er die Ecke freilegt. Und beim engen Rangieren vorne rechts hilft, weil der Fahrer ja vorne rechts am schlechtesten sieht. Während der oberste Spiegel auf der linken Seite an und für sich so eingestellt wird, dass man beim Parken vorne den Abstand perfekt sieht. Das heißt, wenn ich in den obersten Spiegel schaue, kann ich hier auf einen Zentimeter genau einparken. Du selbst machst das Thema Reisemobile aus ganzem Herzen quasi schon dein ganzes Leben. Das Leben ist ja lang, aber ich mache es jetzt 39 Jahre. Habe mir auch nicht gedacht, dass ich 39 Jahre das machen werde. Aber ich bin immer noch infiziert, und zwar nicht von Corona, sondern vom Reisemobil. Ich finde das nach wie vor hervorragend und es ist für mich nach wie vor die beste und schönste Urlaubsform. Jetzt ist sie natürlich auch noch momentan die sicherste Urlaubsform, aber für mich gibt es keine andere. Ja, das Thema Lichttechnik, Full LED? Ja, im LED-Bereich allerdings, das ist in der Sonderausstattungsliste drin. Normalerweise ist der Hauptscheinwerfer halogen. Die restlichen Scheinwerfer sind dann ohnehin schon LED. Genau, unten sieht man auch so die DNA vorne ein bisschen. Das heißt, ja, die habt ihr vor kurzem verändert. Die ist nicht mehr so brachial. Das heißt, ihr habt ein Logo eingeführt auf der Front. Ja. Wo ja, vorher konnte man es hier immer lesen. Ich fahre noch ein solches Fahrzeug, wo man es lesen kann. Das ist so, das hat sich geändert, oder? Naja, alles ändert sich im Laufe der Zeit. Und das Logo, das ist unendlich beliebt. Und ich glaube auch, ja, wahnsinnig aussagefähig. Also die Leute lieben das Logo. Sie lieben es in der Seite genauso wie an der Front. Und ich denke mal, der Auftritt mit dem großen Frontlogo macht das Fahrzeug interessant. Ja, es ist so. Denn ja, ich habe mir sogar ein Logo organisiert. Das habe ich mir ausgeplottet und habe es vorne drauf gemacht auf einer Kunststoffscheibe. Ja, habe damit Videos gedreht. Ja. Und jetzt haben mich ganz viele Leute angerufen. Was, du fährst einen Loft, Baujahr 2017, wo hast du das Logo her? Und dann, ich habe es gemacht, weil es sieht ganz anders aus. Es war nur Spaß, ja. Aber du siehst, die Fangemeinde guckt ganz genau hin. Leute, die Morello fahren, die lieben die Fahrzeuge meistens, oder? Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wir hätten auch nicht gedacht, dass man in 10 Jahren, es ist ja 10-jähriges Jubiläum. Warte, ich zeig's mal gerade, da vorne steht's. Dass wir in 10 Jahren eine derartige Präsenz im Markt erreichen. Ja, ihr seid in dem Segment in Deutschland Marktführer. Ja, wir sind in Deutschland Marktführer, wir sind aber in Europa Marktführer. Also es gibt keine Firma, die mehr Fahrzeuge im Luxussegment produziert wie wir. Ja, die Anzahl der Mitarbeiter. Hier ist nochmal Patricia, ich grüße dich herzlich. Du hast den Eingang bewacht, denn ihr habt ein Sicherheitskonzept. Es dürfen nicht viele Leute rein. Ja, es darf immer nur ein Haushalt in das Fahrzeug. Wir haben ja versucht, die Sicherheitskonzepte nicht nur wie gefordert umzusetzen, sondern darüber hinaus zu gehen und noch mehr zu machen. So haben wir praktisch überall bei jedem Zugang Desinfektion vorgesehen. Wir teilen weiße Stoffhandschuhe aus, damit nichts mit den Händen direkt berührt wird. Und ich glaube, wir liegen da total richtig. Wir passen extrem auf. Wir haben auch die Menge der Leute, die im Zugangsbereich allgemein sind, haben wir auch beschränkt, sodass wir hier der Meinung waren, genug zu tun. Und genau, wir sind laufend am Desinfizieren übrigens mit Patricia. Denn wir hätten auch ohne Maske drehen dürfen. Wir haben uns aber entschlossen, es nicht zu tun, weil das Sicherheitskonzept von der Messe wirklich sehr, sehr gut ist. Und ja. Warum sollen wir jetzt die Maske ausziehen, wenn alle anderen es nicht müssen? Und du hast dich mittlerweile daran gewöhnt, an die Maske? Naja, am Anfang
fand ich es noch ein bisschen, ich sage es mal böse, ich fand es ein bisschen lachhaft, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Ich muss aber sagen, es behindert viel weniger, als ich dachte. Und ich verstehe jetzt auch das, andererseits auch das Personal, zum Beispiel im Restaurant, die ganze Zeit damit rumlaufen müssen. Hab da A, etwas mehr Verständnis für die Leute, habe mich aber wirklich so dran gewöhnt, dass wir ja doch den ganzen Tag damit zurechtkommen. Ja, ihr habt eine ganz neue Änderung durchgeführt vor einigen Jahren. Ihr habt die Markise jetzt integriert ins Fahrzeug. Das ist ganz wesentlich gewesen, denn die war bisher so störend. Da brauchtet ihr aber auch einen Partner, der da mitgeht. Thule ist ein guter Partner? Ja, Thule ist ein guter Partner. Es ist eine sehr gute Markise. Die Kunst war natürlich, das geschickt anzupassen. Wir haben das mit einem zweiteiligen System gemacht. Wir haben aus Aluminium ein Unterzugprofil entstehen lassen. Und dieses Unterzugprofil schließt praktisch die Ecke sauber ab, macht das Eck des Fahrzeugs, die obere Ecke, besonders stabil. Und darüber, das ist so geformt, dass die Markise direkt eingehängt werden kann und mit Sicherungsschrauben verschraubt wird. Und davor und danach können wir mit einem kleinen Abschlussprofil, das wir auch selbst entwickelt haben, die Form angleichen, sodass es ein nahtloser Übergang ist. Und ich glaube, die Markise ist wunderbar in das Fahrzeug integriert. Sie stört jedenfalls nicht mehr wie früher. Okay, das heißt im Prinzip diese Rahmenverlängerung, die sparen sich ja einige sogar, habe ich mal gesehen. Also gerade bei einfachen Fahrzeugen, das ist so ein kleines Teil, was da dran ist am Ende. Das ist aber Hightech, das muss entwickelt werden, da muss wahrscheinlich ein Werkzeug für gebaut werden. Ja, das musste ins Gesamtwerkzeugbau betrieben werden, weil ja auch das Unterkonstruktionsprofil, das wir beidseitig verwenden, das ist ja auch da. Und da gab es ja nichts als Vorgabe, das so haben wir selbst uns ausgedacht. Es sollte einfach ein schicker Abschluss stattfinden. Ja, der Preis ist eine Kampfansage, 247.900 Euro jetzt auf der Messe. Das ist aber kein nackter, sondern der hat schon ein bisschen was, oder? Nein, das Fahrzeug ist dabei schon perfekt ausgestattet. Der Preis ist um 33.800 Euro und reduziert durch ein umfangreiches Ausstattungspaket. Es ist, ist klar, wenn wir viel Ausstattung in dem Fahrzeug drin haben, dann kaufen wir Ausstattung in größeren, die Ausstattungsdetails in größeren Mengen ein und können einen Teil davon natürlich auch weitergeben. Ja, der Wareneinsatz ist hoch bei den Fahrzeugen. Es ist nicht so, dass ihr 20-30% habt, sondern der macht den ganz wesentlichen Teil aus. Oder? Nein, da kann ich aber eine Lanze für die gesamte Branche brechen. Wir brauchen durchweg in der Caravan-Branche zwischen 68% und 72%. Zwischen 68% und 72% für einen Wareneinsatz für Material. Reinhard, wenn du mal so lieb bist und hier mal kurz aufmachst, dass wir mal reinschauen dürfen, denn Platz ist ja das ganz große Thema. Hier habe ich Linermaße und ihr habt euch jetzt neu für die Firma Büttner entschieden, korrekt? Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz neu. Wir haben das vor einiger Zeit angefangen, weil wir einfach einen Partner gesucht haben, wo wir praktisch keine Reklamationen mehr haben. Und da muss ich sagen, da kann ich wirklich eine Lanze dafür brechen. Wir haben eine derartig niedrige Reklamationsquote und derartig wenig Störungen, dass man es schon als perfekt bezeichnen könnte. Genau, ich lasse dich mal kurz rein. Ganz neu ist die Einhandbedienung oder ist sie nicht mehr ganz so neu hier von der Klappe? Ja, das hatte man, früher gab es auch schon manchmal solche Einhandbedienungen. Das Problem war sonst, dass Mimik aufgebaut wurde, also überall mit Gestänge und Mimik. Und das ist jetzt praktisch sauber in der Klappe verschwunden und damit eine sehr schöne Geschichte. Ist das eine Zubehörklappe oder habt ihr die selbst entwickelt? Da haben wir einen Zulieferer, für uns macht. Der das gut kann. Ja, okay. Man kann nicht alles im Leben selbst machen. Es hat auch gar keinen Sinn. Ich meine, wir bauen ja auch keine oder machen ja auch selbst keine Reifen. Das können die anderen besser. Genau, es war nur eine Frage, kein Vorwurf, lieber Rainer. Ich zeige mal kurz die Anhängerkupplung. Die sollte man ab Werk mitbestellen, oder? Wenn man sie haben will. Ja, das ist so. Die Anhängerkupplung ist ja nicht nur eine Kugel. Wir sehen ja im Endeffekt immer später nur die Kugel. Das ganze Tragwerk, was dazugehört, was unten drunter ist, das ist das eigentliche. Die Kugel ist nur ein Stück Eisen mit vier Schrauben. Genau, und das muss
gemacht werden. Man kann es nachrüsten, aber ab Werk ist es natürlich besonders einfach. Ihr habt dort eine Fahrzeugfirma, die baut die Fahrgestelle für euch. Mit der seid ihr sehr zufrieden? Ja, wir lassen praktisch alle Fahrgestelle bei Fahrzeugbau Meier machen. Das ist, ja, das ist mit Sicherheit der Marktführer in dem Segment im Umbau von Fahrgestellen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Reisemobilhersteller sind im Wesentlichen vielleicht Karosseriebauer und große Schreinereibetriebe. Aber wir sind bestimmt keine Schweißereibetriebe, die Metall im großen Stil verändern. Wenn wir das selbst machen, dann muss man das auch alles komplett separat in separaten Hallen machen und braucht dafür Spezialpersonal. Das lohnt sich nicht, weil die Fahrzeugbau Meier machen das im großen Stil, machen das für fast die gesamte Branche, auch fürs Ausland, und damit sind wir bei qualifiziert hochwertigen Partner. Warum sollen wir uns damit befassen? Da könnte ich wieder sagen, Michelin liefert uns gute Reifen, Conti liefert gute Reifen, warum sollen wir die selbst machen? Die sind gar nicht so weit weg von euch, oder? Nein, das ist gar nicht so weit weg. Das ist in Altdorf bei Nürnberg, sind ungefähr so 80 Kilometer. Genau, das ist nicht weit, muss man dazu sagen. Für einen Reisemobilisten in 80 Kilometer gar nichts. Wir gehen mal nach vorne. Was ist hier drin, Reinhard? Das zeige ich dir gleich. Guck mal, das sind ein paar elektrische Teile. Genau, die Sicherungen unter anderem. Ja, Sicherungen 230 Volt, das ist komplette 230 Volt Bestückung mit den FI und mit Einzelsicherungen, einzelnen Absicherungsbereichen und 12 Volt. Dann entsprechende Panzersicherungen und Verteilungen. Ihr liefert zu jedem Fahrzeug einen Sicherungssatz auch mit, oder? Solarregler, ja, da ist immer gleich ein Päckchen Sicherungen dabei, weil die sind zwar universell und man kann sie, diese Sicherungen, diese zum Beispiel, die kann man an jeder Tankstelle in der Blisterverpackung mitnehmen. Aber die Panzersicherungen, die Großsicherungen, die hier zum Beispiel in dem Bereich sind, diese Sicherungen, die kann man nicht an der Tankstelle kaufen. Ich glaube, da reden wir über eine abzunehmen. 30, das ist noch wenig. Also das geht hoch, glaube ich, bis 240. Das geht bis 250, haben wir. Ja. Die sind da oben übrigens drin. Das sind große, und es könnte ja mal sein, dass aus welchem Grund auch immer so eine Sicherung mal fällt und da hat man keine dabei. Die hat man bei uns in dem schwarzen Köfferchen. Und wir haben das von früher übernommen. Da hatten wir das sowas nicht mitgegeben. Und dann merkt man ganz schnell, es kommt vielleicht nie vor, dass im Leben des Autos so eine 250 Ampere Sicherung kaputt geht. Aber die kostet im Einkauf, ich sage mal, vielleicht ein paar Euro. Ich glaube, sie kostet 4 Euro. Ich habe sie bei Wirt mal bestellt. Das könnte gut sein. Aber wenn du sie in Spanien vermisst, hast vielleicht einen Aufwand von 100 Euro. Und kriegst vielleicht auch so schnell keine. Da ist es einfacher, das liegt im Päckchen und man hat alles dabei. Ihr habt es dabei, ja, genau. Das gibt es auch als Ersatzteilpaket, habe ich zuletzt bei euch bestellt, denn der letzte Besitzer hat mir keins mitgegeben. Ja, passiert. No, aufgebraucht hat es bestimmt nicht. Nee, denn es ist noch nie eine Sicherung geflogen bei mir, das muss ich auch fairerweise sagen. Was ist da drin? Sorry? Das ist nicht. Stauraum. Einfach Stauraum. Von vorn bis hinten? Schon gleich zu. Ist zu. Ja, gut, das ist hier der Messe. Kleiner Stauraum, ist nichts versteckt dahinter. Durchgehend? An der Stelle? Jein. Der Stauraum geht zwar tief rein, aber er geht an der anderen Seite nicht raus. Also der geht über die Mitte des Fahrzeugs. Ihr bietet ab einer gewissen Preisklasse eine zentrale Klappensteuerung an. Ist das hier möglich? Ja, das wäre hier möglich. Es hat auch den Vorteil, dass es tatsächlich integriert ist. Die verschwindet auch, die gesamte Mimik verschwindet in der Klappe, sodass man die früher üblichen Aufbauten mit Kabelsträngen und Kabelkanälen, das ist dann alles nicht mehr nötig. Das ist neu. Ja, und das, was besonders interessant ist oder uns besonders gut gefällt, ist einfach, dass die Scharniere versenkt sind, dass die Scharniere außen keine Scharniere mehr sind, sondern die Scharniere innenliegend. Wenn ich jetzt das nochmal zumache, dann hast du die außen nicht mehr sichtbar. Und jetzt, was du auch toll siehst, das ist, du hast eine innere Dichtung, das ist die eigentliche Dichtung der Klappe, und du hast eine zusätzliche äußere Dichtung, eine sogenannte Schwallwasserdichtung. Das ist die, wenn es drauf regnet oder wenn du mit dem Wasserschlauch drauf spritzt, das Auto reinigst,
dann soll das Wasser soll eigentlich erst gar nicht dahinter laufen. Aber selbst wenn? Nur wenn, macht es auch nichts. Es hat keine Chance. Es passiert nichts. Die Autos sind auch wasserdicht. So, die Fahrzeuge sind gebaut. Ich sag mal, man kann den Innenausbau ja notfalls mal umbauen, aber das Fahrgestell und das, was drin ist, ja, das hält und hält und hält. Wir haben ja, ich sag mal, Fahrzeuge von euch, die 10 Jahre alt sind, die fahren noch, oder? Locker. Ja, auf 10 Jahre, da ist vielleicht mal ein Totalschaden dabei. Aber 10 Jahre ist ja für ein Reisemobil kein Alter. Ein Reisemobil erwarten wir eigentlich alle, dass man 20 Jahre leichter mitfahren kann. Und damit ist es ja nicht getan. Man findet ja heute noch, aus anderen Produktionen findet man Fahrzeuge, die sind 30 und 40 Jahre alt, werden auch noch gehütet wie Augäpfel. Ist jetzt vielleicht nicht mehr der neueste Schrei und auch nicht so modisch, aber man kann es immer noch nutzen. Der Thema Spritverbrauch, ihr habt eine Revolution gestartet, ihr habt ein neues Fahrzeug gebaut, den größten, den ihr habt, mit einem Spritverbrauch. Ihr habt ihn hergefahren mit knapp über 17 Liter. Knapp über 17 Liter im Grand Empire mit 530 PS. Wir sind fasziniert. Wir sind wirklich fasziniert. Und das stimmt. Ihr habt das knapp stimmt. Knapp über 17 Liter gebraucht. Ja, im ganz großen Actros. Pro 100 Kilometer. 100 ne? Kilometer. Im ganz großen Actros. Ein Fahrzeug von 18 Tonnen. Ja, das habe ich nämlich gehört von einem Kollegen. Sagenhafte Verbrauchswerte. Unglaublich, oder? Ja, ist unglaublich. So, wir gehen mal rein. Ich habe direkt hier an der Stufe. Hallo Patricia, du hast uns ein bisschen geholfen, denn der Ansturm ist groß. Du bist zufrieden, du bist sehr zufrieden, glaube ich, mit der Messe, ich bin, oder? Ich bin sehr zufrieden. Also wir liegen durchweg zwischen Vorjahresniveau und knapp darüber. Ja, das ist gut. Wenn du mal gerade so lieb bist, die mal aufmachst, so eine Schublade, was ist da drin? Da ist üblicherweise. Üblicherweise wäre nichts drin. Aber du weißt selbst, wenn du Reisemobilist bist, es gibt immer Sachen, die du schnell haben möchtest. Kleines Werkzeug, eine Taschenlampe, Handschuhe, vielleicht ein Verbandskasten ist hier auch gut aufgehoben. Also bei mir ist zum Beispiel immer der Verbandskasten drin, meistens zwei, weil man weiß ja nie, was man so braucht. Ich habe da zum Beispiel die Warnwesten drin, weil wenn ich in Italien fahre, brauche ich ja für jede Person eine Warnweste. Und dann habe ich halt da 2, 3, 4, 5 Warnwesten drin, um einfach nicht suchen zu müssen, weil viele Leute verstauen das irgendwo und dann suchen sie ewig. Thema Möbelbau, ihr habt eine eigene Schreinerei? Ja, die ist mittlerweile, ich glaube, 45 Mitarbeiter arbeiten allein in der Schreinerei. Ich habe gehört, dass die Schreinerei mittlerweile sogar in 2 Schichten arbeitet. Stimmt das? Ja. Im Bereich Holzzuschnitt, Großmaschinen, da arbeiten wir in 2 Schichten. Da bräuchte man, um einschichtig zu arbeiten, bräuchten wir noch deutlich mehr Platz, also wirklich Räumlichkeit. Aber gehört, da ändert sich was, eventuell? Ja, der Plan sieht vor, dass wir die bestehende Halle noch mal deutlich in beide Richtungen verlängern, vergrößern, was der Schreinerei mit alleine über 1000 Quadratmeter der Schreinerei zugute käme. Und das Projekt wollen wir eigentlich im späten Frühjahr starten. Ja, vielleicht ein kleines Detail ist diese Aufbautür, die kommt aus dem Heavy-Duty-Bereich, das heißt Feuerwehren fahren damit rum, Krankenwagen. Ja, genau. Rein Composite, ihr seid damit zufrieden? Wir sind damit zufrieden, sonst würden wir für die Entwicklung solcher Türen nicht Geld ausgeben. Das ist halt, eine andere Klasse, eine andere Liga. Wir haben eine gute Isolationswerte. Die Tür ist aus glasfaserverstärktem Polyestermaterial. Und damit, ich klappe sie dir mal ein Stück rum. Also da ist jetzt kein Stück Metall enthalten. Da, genau, da ist ein Zahlencode-Schloss. Ich habe die gleiche Tür, sie hat mich noch nie im Stich gelassen. Selbst wenn die 80 Grad heiß ist, weil die Sonne drauf geschienen hat, sie funktioniert. Ja, das Verrückte ist, wir versuchen ja immer Systeme redundant abzubilden, dass wir Notlösungen haben. Die zeigen wir aber jetzt lieber nicht. Aber wir haben immer eine mechanische Notlösung dafür. Falls der Strom aushält. Falls der Strom ausfallen würde oder das Zahlenschloss tatsächlich kaputt ginge. Aber das war vor Jahren mal, dass man da immer mal wieder mal eins kaputt hatte. Das waren dann vielleicht von... Bei 200 Autoproduktionen waren vielleicht mal 2 oder 3 mal irgendwann kaputt, aber das findet fast nicht mehr statt.
Also ich bin außerordentlich zufrieden. Ich nehme immer noch dieses Notmittel mit. Ja, das habe ich so im Portemonnaie mit drin, falls mal irgendwas passiert. Kann ja auch mal sein, dass zum Beispiel bei Lithium einfach mal der Hauptschalter ausgeht, weil ich bin unter 20% und so weiter. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Wir verraten es aber nicht. Aber du hast noch nicht gebraucht. Nein, noch nicht. Ja, aber es ist besser, ne? Ist besser, du hast. So, von innen können wir es ja zeigen, das ist kein Geheimnis. Da ist die Notentriegelung, das heißt auch ohne Strom geht es auch. Von innen ist das recht einfach. Das können wir einfach abnehmen und dann wird die Tür so entriegelt. Man kann übrigens außen diesen Trick, den kann man deaktivieren. Das empfiehlt ihr nicht, das muss man ganz klar sagen, aber das geht. Ich habe auch schon Morelos gesehen, die kommt man nicht mehr von außen öffnen. Das ist dann Geschmackssache, ja, Eigenwunsch. Aber die Tür ist so dicht, wenn die dann zu ist, die ist zu. Also durch die Tür kommst du dann tatsächlich nicht mehr, also auch nicht mit der Brechstange. Das ist so, denn die ist sicher. Dann bieten sich die Fenster an, ne? Das ist ja auch ein Wunsch. Der Morelo hat eine Zugangstür. Das ist allein der Einbruchschutz ist ja passiv schon sehr hoch, weil die Fenster sehr hoch sind. Ja, da kommt aber auch noch dazu, dass die Linerfahrzeuge grundsätzlich, wenn du da guckst, ja, ich meine, dann du sitzt ja immer praktisch irgendwie über dem Vorderrad. Ja. Und selbst wenn man da jetzt eine Eingangstür machen würde, dann müsste man noch Griffe hin machen und drauf klettern wie auf einen schweren LKW hoch. Das ist nicht opportun. Also ich wüsste nicht, wozu es dienen sollte. Im Gegenzug muss man natürlich dann darauf achten, dass man Notausstiegsmöglichkeiten vorsieht. Also es sind immer so, dass Notausstiege vorgeschrieben sind, wenn nur eine Tür da ist. Und die Notausstiege, die sind verschiedenfach definiert und dürfen auch von der Tür nur in bestimmten Abständen sein. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier als Notausstieg das vordere Fenster. Ich habe aber auch als zugelassenen Notausstieg zum Beispiel das Fenster bei der Sitzgruppe auf der linken Seite. Ja, das jetzt zum Beispiel gerade nicht, das ist zu klein. Genau, das sehe ich. Also ich habe einen. Aber hinten wäre auch wieder zulässiger Notausstieg von der Größe. Ja, also ich wüsste, wie ich rauskomme mittlerweile. Ich könnte sogar aufs Dach flüchten, denn ich habe ein französisches Bett hinten und mit Luke. Und bist auch relativ sportlich und schlank. Dankeschön. Ach, gerne. So, jetzt gehen wir wirklich mal rein. Das heißt, die zweite Schublade ist die gleiche in grün quasi? Die zweite Schublade hat die gleiche Größe, ist aber nicht so tief. Okay. So, jetzt habe ich die wichtigsten Sachen ganz neu. Ihr habt jetzt Hubstützen hier in dem Fahrzeug verbaut? Ja, wir haben in diesem Fahrzeug Hubstützen der Marke HBC verbaut. Das neue, gell? HBC? Es ist, zumindest ist es bei uns neu. Im großen Serieneinsatz habe ich sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Die Stützen sind extrem stabil. Ich zeige sie mal gerade, ob man sie sieht. Warte. Dass man sie vielleicht mal. Ah, da sind sie. HBC. HBC oder HPC? HPC. Ja. Also sie sind solide, die Pumpenleistung ist extrem hoch und die ganze Mimik ist extrem leise. Also ich habe Hubstützen von Goldschmidt, die hört man. Ja. Und die brauchen ewig, muss ich dazu sagen. Also zumindest mal so 2-3 Minuten, dann steht das Fahrzeug. Ist es hier auch so ungefähr? Nee, das sind Sekunden. Schnell? Das sind Sekunden, wirklich Sekunden. Ja, hier ist ein Fliegengitter dran, das kann man zumachen. Das ist vielleicht ganz wichtig, so ein kleines Detail, das habt ihr eingebaut in die Tür? Das ist immer. Jedes unserer Fahrzeuge hat immer eine Fliegentür. Wenn man schon durchlüften will, dann möchte man doch die Fliegen draußen haben. Ihr habt eine Beleuchtung eingebaut in die Kante direkt, die kann ich steuern? Die kannst du immer ich gehe mal einen Schritt rein. Und übrigens, die ist so hell, sie ist nachts taghell. Das ist, wenn man das will. Nur wenn du das willst. Du hast zu der Markisenbeleuchtung eine Fernbedienung und mit der Fernbedienung kannst du diese Markisenbeleuchtung immer dimmen. Das Interessante an der Platzierung ist ja das, dass du im Wesentlichen die Markise ausgefahren hast. Und wenn du dann wenn du jetzt die Markisenbeleuchtung oder die Randbeleuchtung so angelegt hast, dann ist praktisch dein Vorzimmer, also alles, was unter der Markise ist, ist hell, ist erleuchtet, ist gleichmäßig erleuchtet. Und wenn dich jetzt die Helligkeit stört, dann drehst du es einfach an der Fernbedienung so weit runter,
bis du den entsprechenden, das entsprechende Ambiente hast. Mhm. Also ich würde es jetzt am Abend auch nicht taghell wollen, aber es gibt ja auch vielleicht mal Notwendigkeiten, dass man es hell haben möchte. Einfach mal aus Sicherheitsgründen, ich will es einfach mal hell haben. Oder, ja, genau. Oder du kannst einfach von drin scheiden. Also wenn du mal der Meinung bist, in der Nacht, da schleicht einer außen rum, dann machst du es halt mal auf ganz hell an. Man kann so glauben, ich glaube mit der Tür gibt es eine Lichttaste, gell? Die habt ihr belegt. Die Tür hat auch eine Lichttaste. Und da kann ich von außen die Beleuchtung. Da kann man es auch anschalten. Ja. Und wie gesagt, du kannst auch mit der Fernbedienung aus einer gewissen Entfernung steuern und anschalten. Super, ja. Sie hat keinen Schlüssel. Vielmals hört man ja, dass ich sag mal Einbrecher gerade bei Fiat-Fahrzeugen Sekunden nur brauchen, bis sie drin sind. Das ist hier nicht der Fall. Naja, wie das jetzt beim Original-Vaterhaus-Schloss geht, sage ich jetzt lieber nicht. Aber es geht. Es dauert wirklich 3 Sekunden, glaube ich, bis man es schafft. Also für einen Profi ist kein Problem. Aber wenn du ein Fahrzeug nimmst und es sehr niedrig, sehr klein ist und du hast die Fenster, da brauchst du, ist dann auch egal. Ne? Also wenn jemand unbedingt irgendwo rein will, dann kommt er rein. Also ihr habt recht wenig Probleme damit, muss man sagen. Das heißt, die Leute, die Linerfahrer werden selten angegriffen? Ja, oder ich glaube am wenigsten. Also A sind bei den meisten Fahrzeugen die Seitenfenster extrem hoch, die Fenster im Glasbereich sehr stabil, die Türen sind praktisch einbruchfest. Da hast du nicht so viele Möglichkeiten, locker reinzukommen. Und aufs Dach kommt man auch nicht so leicht. Aufs Dach kommt man in der Regel gar nicht. Und auch das ist alles ziemlich, ziemlich safe. Ja gut, das sind so weiche Parameter. Ich zeige mal ein kleines Detail von der Tür. Reinhard, das ist ja mal ein Scharnier, oder? Ja, das ist ein Scharnier. Es ist Edelstahl, recht kompliziert geformt, aber es ist ja auch hier, es ist innenliegend, es ist innerhalb der Dichtflächen und damit ist es gut aufgeräumt. Ja, ich habe meinen Edelstahl, es soll ja sauber sein. Ja, ich habe meinen Sohn schon 100-mal gebeten, er soll sie nicht zuschlagen. Ab und zu, er vergisst es, die Tür fällt satt zu. Also die funktioniert. Sie funktioniert, ja. So, der Gasdruckdämpfer 3. Ja, wir gehen mal rein. Jetzt kommt es zum spannenden Part. Also hier vorne ist die Hubstützensteuerung, sie ist ganz neu. Und hier habe ich dann die Lichtschalter an der richtigen Stelle. Ich habe insgesamt, wie viele Stufen habe ich hier bei diesem Modell? Du hast 2 außenliegende und 2 innenliegende Stufen. Gut. Ich zeige es gerade nochmal. Eigentlich sind es sogar 3, ne? Ja, insgesamt 3. Also die 2 außenliegenden und dann steigst du ja noch 3 Etagen drauf. Ja, also sagen wir 5. So, Rainer, ich gucke mal kurz auf den Preis. Also wie er hier steht, 247.900, korrekt? Ja. So, und das ist das Fahrzeug. Ihr habt es nicht unüppig ausgestattet. Nein, es ist auch relativ einfach. Wir finden an und für sich keine Kunden für nackte Autos. So, und was mir direkt mal auffällt, wir haben eine spezielle Variante. Hallo, wir haben dich lange allein gelassen. Du hast schon mal Platz genommen. Ist der schön? Ja, mega schön. Ich habe mir es schon in dem Bereich angeschaut. Es sieht wirklich alles sehr schön aus. Viele Schränke, super Fernsehen, ja. Und die Sitze, die sind auch super bequem. Und die haben auch eine recht lockere Federung. Ja? Also ich merke das da richtig, wenn ich da hochgehe. Ja, das sind ja auch ich glaube, sie heißen Luxus-Fahrerhaus-Schwingensitze. Habe ich das gut gesagt? Namen, ja, du hast das wunderbar gelernt, aber ist eigentlich egal. Beim Sitz ist wichtig, dass du dich auf dem Sitz wohlfühlst, dass du eine in der Regel längere Strecke problemlos sitzen kannst. Mitfahrer Nummer 3 hat es besonders schön. Der sitzt nämlich hier direkt an dem Tisch. Der hat ja, der kann da eigentlich während der Fahrt wunderschön Brotzeit machen. Ne? Aber und der Tisch hat keine Beine. Ja, das ist, glaube ich, eine der echten Besonderheiten im Haus Morello, dass wir keine Tischbeine haben. Das heißt, der Tisch ist tatsächlich frei aufgehängt und er ist auch wirklich stabil. Also es ist nicht ein Tisch, der jetzt dann dadurch, wenn man, setzt dich doch mal drauf. Und den kann man auch ausfahren. Du. Draufsetzen. Du, soll ich mal draufsetzen? Auf den Tisch? Setz dich mal drauf. Ja. Hält er 50 Kilo aus, ja? Ist das so? Oh ja. Und der wackelt ich zeig das mal, die Beine sind vom Boden weg. Ja, klar. Ich hab das Gleiche gesehen bei den Brüdern von Knaus. Er sagte, 30 Kilogramm war die Belastung. Das war mal ein anderes System. Ist aber auch gut. Auch 30 Kilo ist auch gut. Wenn ich mal kurz das Gewicht von dir erfahren darf. 50, 51.
50 Kilo. Ja, aber ich kann dir sagen, wenn ich in das Hubbett steige, dann steige ich in der Regel mit dem linken Bein mit dem linken Fuß auf die Sitzbank und meist sogar noch mit dem rechten auf die Tischkante und all meine Tische bleiben stehen. Du hast das Fahrzeug mitentwickelt, korrekt? Ja, ich bin, sagen wir mal, mitverantwortlich. Ich bringe meine Ideen direkt ein und nehme das, was dann daraus entsteht, auch direkt ab. Mhm. Und ich teste natürlich auch. Ich fahre in der Regel die neueren Kreationen, fahre damit selbst zwei, drei, viermal weg und dann bleibt eigentlich sehr viel hängen. Also für mich bedeutet ein Reisemobil ungefähr so 80 bis 90 Übernachtungstage im Jahr. Und das ist, glaube ich, viel mehr als die meisten Entscheider jemals haben werden. Bei uns sieht das eben so aus, dass Reisemobil unser Leben ist und wir das dann entsprechend nutzen. Ja, schön ist das Hubbett. Wie viele Personen entscheiden sich dafür ein Hubbett? Ja, das ist ein neuer Trend. Hubbett wird heute 50% genommen. Ja, das war früher, hatten wir mal vielleicht 80-90% Hubbett. Heute haben wir nur noch etwa 50, also es pendelt wirklich zwischen 48% und 51%, je nach Jahr, weil die Alternative zum Hubbett eine Rundumbestückung mit Hängeschränken ist und die meisten unserer Kunden ohnehin nur zu zweit unterwegs sind. Und dann nehmen sie lieber die Hängeschränke, weil sie dann einfach sagen, sie haben mehr Raum über Kopf, mehr Raum über Fahrer und Beifahrer und können eigentlich das alles lockerer, der Raum macht auf, er wird größer. Genau, das ist wirklich so. Also ohne Hubbett. Jetzt hat mir der Robert heute verraten, ihr rüstet auch schon mal Hubbett nach, beziehungsweise baut ihr auch schon mal aus. Das passiert schon mal, oder? Ja. Also wir reisen uns bestimmt nicht darum. Aber es würde zur Not gehen. Es geht. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, so ein Hubbett ist so breit wie das Auto und ist ja sehr sperrig. Ja. Also wenn ich jetzt dieses Hubbett ausbaue, dann... Achso, ich krieg das gar nicht raus. Ja, du kriegst es zumindest nicht nach hinten und nicht durch die Tür, ohne zu riskieren, dass du unheimlich viel Schaden anrichtest und was beschädigst. Das heißt, Hubbett ein- oder ausbauen bedeutet als erstes Frontscheibe raus. Okay. Und wenn man die Frontscheibe raus tut, dann kann man da ganz gut arbeiten. Aber es ist halt ein zusätzlicher Schritt. Und wenn du jetzt siehst, dass da vorne ja noch die Kamera dran ist, die Assistenzsysteme, also die Notbremse und den Abstandsregeltempomat ist ja direkt an der Kamera, von der Kamera abhängig. Und wenn du das siehst, dann muss das auch noch raus. Wenn das raus ist, muss das wieder rein. Wenn du noch Pech hast und die Frontscheibe geht vielleicht kaputt oder sonst was, ist ja alle Möglichkeiten dieser Erde. Also es ist nicht so, dass wir uns um den Ein- oder Ausbau eines Hubbettes reisen. Okay. Aber man kann es machen. Sehr schön. Ja, wir schauen uns mal ganz kurz das Cockpit an. Das ist jetzt LKW. Reinhard, wenn du mal gerade so lieb bist, mit mir mitkommst. Ja, gerne. Du hast das Fahrzeug natürlich schon Probe gefahren, ganz oft. Der fährt gut? Ja, in dem Fall kann ich sagen, ich fahre ihn sogar sehr oft, weil ich fahre selbst einen Eurocargo. Zwar den 10-Tonner in einem Palace Liner, aber der Unterschied ist nicht da. Also es ist exakt das gleiche Fahrzeug, wie du jetzt vor dir siehst. Sieht ganz genauso aus. Das ist vom 7,5 bis 15 Tonnen das gleiche Armaturenbrett. Meine Frage, wenn ich jetzt vom Daily komme, ist das eine wesentliche Umgewöhnung? Nein, also, nee. Nein, gar nicht. So, jetzt hast du hier das schöne Lenkrad drin. Ich liebe es, ich habe es auch. Ja. In den neuen Dailies gibt es das ja nicht mehr. Da ist, glaube ich, das Originallenkrad drin von Iveco, gell? Ja, das ist natürlich eine relative Sichtweise. In den neuen Dailies ist unheimlich viel Tastenwerk am Lenkrad. Und es wäre Frevel, wenn wir die Funktionen, die über das Lenkrad abbildbar sind, wenn wir die zerstören würden, indem wir ein Lenkrad ohne Tasten nehmen würden. Jetzt weiß ich, dein Fahrzeug ist ja, ich glaube, 3 Jahre alt.
Ja. Und da ist es natürlich so, da gab es diese Funktionen noch nicht. Und dann muss man sich umstellen. Man muss sich einfach immer auf den aktuellen Stand und auf die Sicherheit, Zukunftssicherheit einstellen. Sag mal, der Loftliner, das ist ja schon eine kleine Kampfansage an dem Palace, oder? Ja, sagen wir es mal so, der aktuelle neue Loft ist vom Palace eigentlich gar nicht entfernt. Wir haben uns ja hier sehr gewissenhaft überlegt, bauen wir ein Sonderauto, eine komplett eigene Serie, oder nutzen wir, was wir haben und was bewährt ist und was gut ist, und der Palace ist unser meistverkauftes Auto, und dann versuchten wir natürlich möglichst viel davon zu verwenden. Also wenn du jetzt nur die Hängeschränke nimmst oder so, das ist die Klappen zum Beispiel, und was dahinter liegt, das ist original aus dem, ist alles original aus dem Palace entlehnt. Da hast du natürlich auch den Vorteil, du hast A, eine größere Menge, und B, es ist alles sauber durchdacht. Mhm. Und wir legen ja auf viele Sachen Wert, auf die andere keinen Wert legen. Also zum Beispiel grundsätzlich Stauraum nutzen, Funktion. Funktion ist bei uns das Wichtigste. Du weißt selbst, du bist viel unterwegs im Reisemobil. Da möchtest du das alles, dass es wie zu Hause funktioniert. Dass du statt deinem Hotelzimmer dein rollendes Hotel dabei hast, und da kommt es uns echt drauf an. Und das sind dann kleine Gimmicks, die vielleicht auch gar nicht wichtig sind, aber weißt du, wenn du dann am Abend Lust hast auf ein Glas Wein, dann macht es halt einfach aus einem Plastikbecher keinen Spaß. Das war vorher direkt am Eingang, das war so ein Markenzeichen, das habt ihr bei einigen Fahrzeugen. Das kommt jetzt drauf an, das machen wir dann automatisch an den Eingang, wenn der Kunde da vorne, das gibt es ja als Alternative, mit kleinem Apothekerauszug bis hierher, mit einem Art Sideboard, und dann könnte hier der Fernseher auch hier stehen, und dann ist oben die Vitrine für die Gläser. Es hat sich stark verändert, seit wir die großen Fernsehgeräte aus den Möbeln herausfahren lassen können. Ah, okay, und das ist der Grund, warum die Tiefe hier etwas geringer war. Einfach mal zeigen. Und bisher waren die Schränke ein paar Zentimeter zu niedrig, und dann war das nicht so perfekt. Und jetzt mit den Schränken in dieser optimalen Version, da spielt das keine Rolle. Du siehst, ich kann hier meine 32 Zoll perfekt rausfahren. Und wenn du jetzt gerade wie hier die Barsitzgruppe, die beiden Sitze nutzt, dann hast du natürlich ideale Voraussetzungen. Du hast praktisch deine bequemen Liegesitze, um dich am Abend reinzulümmeln und auch mal fernzusehen. Wir hatten uns letztes Mal über den Preis unterhalten. Ja? Ihr seid sehr preiswert im, ich sag mal, Vergleich zu dem, was man kriegt. Das geht aber nur durch Serienfertigung. Das hast du mir gesagt. Ja, das ist auch relativ einfach. Wir haben das haben's einfach so gestaltet, dass wir Luxus am Band bauen. Und Luxus am Band ist ja eine ganz große Herausforderung. Die Herausforderung besteht darin, die verschiedensten Fahrzeuge in Losgröße 1, die völlig unterschiedliche Arbeitszeiten beanspruchen, so zu bauen, dass du das in einen stundenmäßig gleichen Takt integrierst. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Denn wir können vom Einsteiger Home, der vielleicht dann 160.000 Euro kostet, bis zum Grand Empire für 650.000 Euro alles in einem Band bauen, in einem relativ bunten Mix, und trotzdem am Schluss kein Fahrzeug verlieren. Ja, ihr habt wirklich alles verändert. Also wenn ich hier sehe, allein die Beleuchtung hier im Küchenbereich. Du kannst das jetzt mit dem 3 Jahre alten Auto nicht vergleichen. Auch hier, darum sage ich ja, wir sind eigentlich, der Loft ist eigentlich ein 50 cm kürzerer Palace. Anders kann man das nicht sagen, weil wir haben auch hier lange überlegt, wenn wir den neuen Loft kreieren, sollten wir wieder eine kleinere Küche machen als jetzt im Palace. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, die Sachen, die aus dem Palace
bestens bewährt sind, auch hier gleich einzusetzen. Mhm. So haben wir praktisch, wenn du jetzt die linke Seite des Fahrzeugs nimmst, einschließlich der Sitzgruppe, dann kannst du die nur ganz, ganz geringfügig vom Pelles unterscheiden. Mhm. Und ja, warum sollte der Loft jetzt eine schlechtere Sitzgrube haben als ein Pelles? Ist der jetzt breiter? Nein, die sind ist exakt gleich breit mit dem Pelles. Der ist jetzt 240er. Okay. Ja. Weil die meiner ist 230. Ja. Dem Pelles gibt es auch 250 breit, beim Loft gibt es das nicht. Okay. Aber du siehst ja auch hier, die 240 Breite ist schon sehr, sehr geräumig. Ja, ich kann nur sagen, die 10 cm spätestens in Italien an der Mautstelle, da freut es mich immer, dass er nur 2,30 breit ist. Ja, aber man hat auch hier kein Problem. Ja, also, nee, da hast du bestimmt kein Problem. Da gewöhnst dich an solche Sachen, gewöhnst dich so schnell, das ist gar nicht störend. Ja. Was ist da drunter? Unter dem Fach ist hier auch die Technik? Da ist genau wie sonst auch die verschiedenen Anzeigen der Technik. Und es ist natürlich auch eine Philosophiefrage. Wir vertreten die Meinung, dass einzelne Geräte leicht ausgetauscht werden können, und wenn ein Gerät kaputt ist, ist der Rest in Funktion. Wenn man alles zusammenfasst und ein Teil ist kaputt, ist alles weg. Was ich aber persönlich nicht mag, ich wüsste nicht, warum ich ein Anzeigegerät so präsent nach vorne setzen sollte, damit ich da permanent drauf schaue. Du weißt doch selbst, wenn du das Fahrzeug benutzt, interessiert dich das bestenfalls mal einmal am Tag, dass du mal drauf schaust, wie viel Wasser habe ich noch, wie ist mein Abwasserstand, oder wenn ich frei stehe, wie ist der Stand meiner Batterien. Aber du willst doch nicht alle 10 Minuten kontrollieren, wie ist der Stand deiner Batterien oder dein Wasserstand. Das interessiert dich doch eigentlich gar nicht. Es gibt zur Not ja noch zweite Displays, wenn ich es unbedingt haben möchte. Ja, ich glaube, ja, aber man braucht es nicht. Wozu? Ja. Man kann ja so viel machen, was sinnlos wäre. Schön sind so Details. Ihr habt jetzt hinter diesen Haken, die da sind, habt ihr eine ganz tolle Verkleidung. Da klappert nichts, gell? Wenn hier eine Jacke mal dran hängt. Nein, das ist alles beledert. Das macht doch ein relativ wohnliches, so das sehr wohnliches Ambiente. Und man hat ja dahinter noch ein bisschen Spaß. Und süß. Genau. Da können die Weinflaschen rein. Da oben würde ich jetzt keine reintun. In der Regel finden wir die Weinflaschen dann im unteren Bereich. Da weißt du, was nicht so hoch liegt, fällt auch nicht so tief. Aber du hast ja selbst eine Frau, du weißt bestimmt, was du mitnimmst oder mitnehmen musst, wenn du auf Reisen gehst. Korrekt. Übrigens, der Backofen, ich bin einer von denen, der ihn permanent verwendet. Und zwar nicht nur, um Brötchen aufzubacken, sondern ich mache ganz viele Chicken McNuggets für meinen Sohn. Ja, jetzt hast du natürlich gerade ein Fahrzeug erwischt. Der Backofen hat. Wo wir komplett was Neues eingebaut haben. Das heißt, wir haben einen neuen Backofen, der ist erst in Kürze lieferbar. Ach, den gibt's doch gar nicht. Naja, du siehst ihn ja schon. Also, aber er war noch nicht im Angebot. Das heißt, er kommt jetzt erst ins Angebot rein. Ist noch nicht mal preislistenmäßig erfasst. Und was du da runter hast, ist auch ein komplett neues Gerät von Dometic. Das ist hier kein Gaskühlschrank, sondern das ist ein Kompressorkühlschrank. Echt? Ja. Von Dometic? Ja, von Dometic, ein Kompressorgerät. Messebetrieb. Ja, das heißt, ne, ist wahrscheinlich die Sicherung ausgeschaltet, damit die Leute nicht so rumspielen hier. Ein Kompressor? Jemand hat ihn abtauen lassen. Also irgendjemand hat ihn wohl ausgeschaltet. Damit er abtaut, ja. Damit er abtaut. So, der hat sogar unten jetzt ein Gemüsefach. Das ist der. Ja, das ist wirklich alles recht neu, recht pfiffig. Und der macht richtig kalt wahrscheinlich als Kompressor. In der Fläche groß und tief. Ja, der Kompressor ist halt, sagen wir mal, der ist nicht temperaturabhängig. Ich will aber jetzt auch nicht eine Lanze für den Kompressor brechen und gegen den Dreiwege-Kühlschrank, der auch mit Gas betrieben werden kann. Ich glaube, es geht hier um den Einsatzzweck, um den erzielbaren Nutzen, den man hat.
Und wenn ich jetzt immer viel frei stehe, dann hat ja ein gasbetriebenes Gerät auch große Vorteile. Wenn ich ein Kompressorgerät in Einsatz bringen will, dann muss ich dazu ein bisschen Vorkehrungen treffen. Also entweder ich habe eine kleine Batterie und immer eine Steckdose, oder ich versorge mich selbst mit Strom. Aber wenn ich selbst Strom einsetzen will oder produzieren will, dann brauche ich eine gute Bestückung mit Solarzellen und auch eine gute Bestückung mit Batterien. Und in dem Fall zum Beispiel hier in dem Fahrzeug ist A, glaube ich, vier Solarzellen drauf, vier Solarplatten mit 4x130 Watt Peak, und haben aber auch zwei Lithium-Ionen-Batterien A 210 Amperestunden. Darf ich dich mal fragen, der Preis draußen stimmt. Da ist Lithium drin, da sind vier Solarpanels drin, da ist das große Fahrgestell drin. Es tut mir leid, wenn du Mitleid mit uns hast, kannst du auch gerne ein wenig mehr bringen. Nein, aber jetzt ohne. Ja, du sagst mal, das ist viel Geld, aber wenn ich sehe, was die anderen bieten. Warum sage ich, es ist viel Geld? Ich glaube, Morelo ist eine bodenständige Firma. Mhm. Wir können Geld und den Wert von Geld noch schätzen. Und wenn ich 250.000 Euro sage, dann ist das für mich, auch für mich, viel Geld. Ja, da müssen Leute lange arbeiten, lange sparen. Und wenn du so ein Fahrzeug hier nimmst, wie jetzt diesen Loftliner, dann suchst du den Kundenkreis, der das kauft, ja nicht bei der Welt der Schönen und Reichen, die in Monaco eine 40 Millionen Euro Yacht stehen haben, sondern der Kundenkreis dafür sind gut situierte, also nicht mal vielleicht wohlhabend, gut situierte Menschen, die ihr Leben lang anständig gearbeitet haben und ihr Geld eben nicht verprasst haben. Mhm. Und deswegen sehe ich darin eine Pflicht, ein vernünftiges Preis-Leistungs-Niveau zu bieten und nicht einfach zu sagen, ja, ist ja bloß Geld, interessiert mich nicht, ist ja den anderen jetzt. Also wir wollen schon versuchen, dass der Kunde einen guten Gegenwert kriegt. Stark. Also das hat der Robert mir immer gesagt. Ihr habt von der Philosophie her, möchtet ihr ordentliche Ware zu einem vernünftigen Preis bringen. Und das, was du eben gesagt hast, glaube ich, hat noch nie so einer so deutlich zu mir gesagt. Ich bin jetzt auch kein Multimillionär. Ich habe mir das, ist ja auch nicht so einfach, weißt du, das Fahrzeug. Ich habe mir das gegönnt. Es war nicht das erste Fahrzeug. Ich habe das gemerkt. Und ich wollte immer ein Morelo haben. Genau. Und es geht uns ja selbst so. Ich meine, auch der Robert und ich, wir verdienen Geld. Vielleicht nicht ganz wenig, aber das ist ja egal. Wir müssen auch unser Geld einteilen. Und genau das weiß ich, dass andere Leute das auch machen. Und wenn du wie wir eigentlich deinen Hauptkundenkreis, ich sag mal zwischen 50 und 80 Jahre alt ist, dann sind davon bestimmt die Hälfte, die nicht mehr berufstätig sind. Und wenn du halt nicht mehr berufstätig bist, lebst du eigentlich, also von Rente bestimmt nicht, das weißt du, in Deutschland gibt es ja keine Rente, das ist ja eine witzige Apanage, aber du lebst im Wesentlichen von der Substanz. Die wird ja dann nicht mehr. Und dann bin ich auch der Meinung, dass man sein Geld doch gut einteilt. Sag mal, dieser Drang der Menschen, rauszukommen, nicht zu Hause zu sitzen. Mein Opa, der war Eisenbahner, der ist zu Fuß gegangen zur Arbeit. Der war nie in Urlaub. Wir haben immer, die Menschen waren in Italien bei uns, die haben uns dann Dias mitgebracht früher. Und jetzt gibt es ganz viele, die sehen das im Fernsehen. Es gibt unglaublich viele Campingfilme, die berichten, dass die Menschen sich treffen, zum Beispiel in Portugal, aber auch auf ganz vielen Stellplätzen in Deutschland. Und wenn du das siehst, ich bin, sag ich mal, in unserer Familie auch die erste Generation, ich bin jetzt zwar schon alt, aber die erste Generation, die tatsächlich auch Urlaub macht, tatsächlich fortfährt. Ich habe das ja gestern mal bei einem anderen Sender gesagt, die Generation meiner Eltern, die hat gespart für ihre Kinder und für die Enkel. Meine Generation
hat festgestellt, dass unsere Kinder, also praktisch diese Enkel, schon genug haben. Da bleibt dann eigentlich schon genug über. Und der Trend, das ist vielleicht sogar mehr als ein Trend, das selbst erwirtschaftete Geld, zumindest zu einem großen Teil auch selbst auszugeben, ist schon mal eine Grundüberzeugung geworden. Und wenn du dann heute Geld hast, dann kannst du dir ja überlegen, was mache ich mit meinem Geld? Du kannst das sparen, kannst es vererben. Du kriegst keine Zinsen. Du musst noch froh sein, wenn du keine Strafzinsen zahlst. Ob das Geld zukunftssicher ist, weiß ich auch nicht. Da bin ich, wenn ich so an die Corona-Schulden, die wir jetzt gerade machen, denke, weiß ich auch nicht, ob das alles so sicher ist. Wie legst du dein Geld an? In Häuser, in Beton? Was hast du davon, wenn du vielleicht 3 Mietwohnungen hast oder 3 Eigentumswohnungen, die du vermietest, oder 2 Häuser, und kaufst du dir noch eins? Wozu? Drum, ich glaube, und dann diese Sehnsucht, was zu erleben, in die Ferne zu kommen. Wenn du jetzt, ich bin ja jetzt über 60, wenn du jetzt da meine Generation nimmst, oder die noch 10 Jahre älter sind, die noch 10 Jahre älter sind, die haben weitgehend, würde ich mal sagen, bis 60 geschuftet, gearbeitet. Hat teilweise sehr hart gearbeitet. Nimm doch mal den Handwerker, der 10 Mitarbeiter hatte. Das hört sich dann immer so toll an, der hat 10 Mitarbeiter, aber der hat auch, die 10 Mitarbeiter sind nach spätestens 40 Stunden, gehen die nach Hause, und dann beginnt ja für ihn erst die Arbeit. Das heißt, der arbeitet dann noch 2 Stunden länger, dann arbeitet er aber am Samstag auch noch, und am Sonntag schreibt er Rechnungen und Aufträge oder Angebote. Und das machen die Leute ja teilweise, ja, ich weiß nicht, 30 Jahre, 40 Jahre. Und dann ist irgendwann Schluss damit. Und das, was andere vielleicht schon lange haben, also diese Urlaubskultur, das fängt ja bei vielen Leuten dann erst an, wenn sie bereit sind, in den Ruhestand zu gehen. Die Leute sind auch keine Freaks, die permanent in Hotels waren oder sonst was. Ja, und damit ist eigentlich dieses Fernweh relativ gut begründbar. Und dann geht das Ganze ja jetzt Corona-bedingt, ist ja alles noch schlimmer, weil willst du ernsthaft ein Kreuzfahrtschiff besteigen mit allen Risiken, oder zu dritt in der Reihe im Flugzeug mit solch einer Maske sitzen? Das ist jetzt bestimmt kein Scherz, ja, solche Maske im Flugzeug. Frage ich dich zum Beispiel, warum geben wir nicht ordentliche Masken aus? Die kostet 4 Euro. Die würde doch jeder kaufen, wenn sie da wäre. Oder wenn das Flugticket 4 Euro mehr kostet und hast eine gute Maske. Das sind so Kleinigkeiten, aber da konzentriert sich eben vieles auf den Einsatz eines Caravans, eines Reisemobils in der momentan sichersten Urlaubsform überhaupt, weil ich glaube nicht, dass man sich auf einem Campingplatz oder auf einem Stellplatz ansteckt. Ja. Also ich habe gemerkt, ich war ja direkt nach Corona, war ich ja an der Mosel an einem ganz großen Stellplatz, wo ganz viele Morelos auch sind, nämlich direkt jetzt in Klüsserath gibt's auch Morelo-Treffen in Kürze. Und die Leute waren froh, wieder rauszukommen. Die haben das gar nicht mehr ausgehalten. Klar, das ist ja auch schrecklich. Also wir haben ja ganz schnell dann das Gefühl, eingesperrt zu sein. Und wir kennen das ja auch nicht. Ich meine, das ist ja das erste Mal seit 70 Jahren oder 80, ich weiß nicht, seit der Krieg zu Ende ist, dass wir solche Einschränkungen über uns ergehen lassen müssen. Und wenn du das mal siehst, dass du über Monate hinweg diese Einschränkung hast, dann ich kann jeden verstehen, der jetzt in München in den Englischen Garten gehen will und setzt sich da ins Gras. Ich meine, was ich da nicht verstehe, ist, wenn sich dann 50 am Abend auf der South Party treffen. Das verstehe ich dann auch nicht. Aber dass die Leute raus wollen, und unsere Leute, unsere Nutzer, unsere Camper, die gehen ja nicht auf South Partys. Die wollen einfach nur raus und durch die Lande ziehen und Eindrücke aufnehmen, irgendwo mal gut essen, ein bisschen Normalität zurückerobern. Es ist so, man gewinnt viele Freundschaften durch Morelo, wenn man das will. Ja. Das heißt, also es steht einem frei, man muss
ist es klar, ich kaufe mir mit einem Morelo oder mit anderen, die so ähnlich aussehen, so eine Art Gemeinschaft, wo ich dazugehöre, wenn ich das will. Ja. Und das ist mir aufgefallen, dass die Menschen einen ganz herzlich begrüßen. Also wenn ich auf einem normalen Stellplatz bin mit so einem Fahrzeug, dann gehe ich erstmal raus, sage allen sehr ausdrücklich Hallo, wie geht's euch und so weiter. Denn ich sag mal, diese großen Fahrzeuge nehmen ja vielen die Sicht weg. Dann denkt man ja auch, der da vielleicht drin sitzt, der ist vielleicht nicht so freundlich, weil er hat ja ganz viel Geld. Aber wie du ja eben ausgeführt hast, die Morelo-Fahrer, die ich kennengelernt habe, das sind ganz normale Leute wie du und ich. Ja, also grundsätzlich sind es bestimmt zu 99% ganz normale Leute. Ich würde sagen, der überwiegendste Teil sind total nett, sind eher Kumpel als überheblich oder so. Wir haben fast niemanden, den man jetzt, sagen wir mal, jetzt abgehoben oder sowas bezeichnen würde. Und wir wissen aber, wir diese luxuriöseren Fahrzeuge oder auch, sagen wir, diese teureren Fahrzeuge uns leisten oder leisten können. Mhm. Wir wissen, dass wenn wir anerkannt werden wollen, dann müssen wir auf die Leute zugehen. Mhm. Also wenn ich an einen Stellplatz gehe oder auf einen Campingplatz gehe, dann gehe ich als erstes zu denen, die nebendran im Umfeld stehen, stelle mich vor, wer ich bin, nicht wie viel Geld ich habe, sondern wie ich heiße. Mhm. Und man kommt dann relativ schnell in ein vernünftiges Gespräch. Und ich habe selten Leute erlebt, die dann, ja, die das schlecht fanden. Ich habe es noch nie erlebt. Also, nein, ist aber so, wenn man das aber nicht... Aber du musst auf die anderen zugehen. Oft ist es die so, anderen nicht... haben Bedenken, ja, dass da irgendein... Das in so einem luxuriösen Fahrzeug, dass da irgendwelche Reichen oder Überheblichen kommen. Aber das ist nicht der Fall. Ich sage es nochmal, das ist nicht die Welt der Schönen und Reichen. Es ist eine ganz normale Welt. Und unsere Reisemobilnutzer sind nicht Camper in Monaco und sitzen dort auf einem 40-Millionen-Euro-Boot und haben mit der Welt der Geißens auch nichts zu tun. Das war ganz wichtig, dass du das mal gesagt hast, denn das Segment, was ihr bedient, ganz klar von ganz klein der Home, ist ja für viele auch schon der Home ein absoluter Traum. Also das heißt, die gehen hin und ihr habt mir auch erzählt, an dem Home verdient ihr am allerwenigsten, weil das ist das Einstiegsgerät. So vielleicht, so blöd wie sich das anhört, verdient man an einem Home wirklich nichts. Aber das hat was damit zu tun, der kostet genauso viel Zeit wie alle anderen. Der Home läuft im gleichen Takt wie alle anderen Fahrzeuge und der Home besteht aus dem gleichen Material wie alle anderen Fahrzeuge. Du kannst ein paar Quadratmeter Blech und Isolierung einsparen, ein paar Schränkchen vielleicht, wenn er kürzer ist. Aber du hast gut ein kleineres Chassis, da kannst du noch ein bisschen einsparen. Aber der Home hat die höchste Materialquote und den gleichen Lohnkostenindex und damit ist beim Home nicht wirklich interessant, aber er ist ein wunderbarer Einsteiger, um in unsere Morelo-Welt zu kommen, um in die Morelo-Familie zu kommen und es ist ein Fahrzeug, mit dem man 100% ganzjährig unterwegs sein kann und den Home kannst du genauso benutzen wie den Grand Empire. Der kommt vom selben Band. Wie zufrieden bist du denn mit dem neuen, ich sag mal, Mitgesellschafter, der jetzt dabei ist, der Knaus Tabbert? Die haben euch ja sehr geholfen, auch zu wachsen, oder? Naja, sagen wir das mal so. Am Anfang waren der Jochen Reimann und ich alleine. Wir haben unser ganzes Geld dafür eingesetzt und jede Menge Kredit aufgenommen und jede Menge riskiert. Gut, wir hatten Glück und Fleiß und haben das bisher, glaube ich, extrem weit gebracht. Aber bereits als wir es gegründet haben, war für uns klar, dass wir uns mit einem Großen im Markt etablieren müssen, weil ein ganz wichtiger Faktor, ich habe dir am Anfang gesagt, die hohen Materialaufwendungen,
Ein ganz wichtiger Faktor sind die Einkaufspreise. Mhm. Und wenn du bei 70% Quote, ob du 70 oder 69% oder 71% Materialquote hast bei so einem Fahrzeug, das macht ein paar tausend Euro. Und das ist der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich zeig das mal. Ja, so. Ich habe gehört, ich drehe auch ganz viele ganz normale Fahrzeuge. Ja? Und die Automobilindustrie hat zu mir gesagt, 1 Euro sparen, nur 1 Euro, das ist heute, die müssen jeden Euro zweimal rumdrehen. Das geht euch genauso. Ja, gut, bei uns ist es halt vielleicht nicht 1 Euro, weil Automobilindustrie, ich meine, wenn die 4.500 Golf am Dach bauen, dann ist 1 Euro ganz viel, aber bei uns sind es dann halt 10 Euro. Sparen oder nicht sparen, das ist enorm viel. Und wenn nichts übrig bleibt am Schluss, sind die Firmen tot. Das hilft auch niemand. Und was halt bei uns besonders ist, und das ist auch in dieser Kooperation mit Knaus Tabbert, was wir erwirtschaften, und wir erwirtschaften Geld, klar, aber was wir erwirtschaften, haben wir bisher fast lückenlos reinvestiert. Wenn du unseren Betrieb anschaust, dann steht der 1A da. Er wächst und wächst und wächst. Ihr habt ein ganz neues Service-Center gebaut. Das habt ihr fast komplett aus eigenen Mitteln finanziert. Ja, klar, klar. Das geht, das ist interessant. Das geht freilich. Ich kann das Service-Center nicht jedes Jahr bauen, so viel Ertrag habe ich nicht. Aber da reden wir über Millionen, die ihr investiert habt. Ja, ich will jetzt nicht genau sagen, wie viel. Aber ja, doch, 5,6 Millionen. Ja. Sind in das Service-Center geflossen und gleichzeitig haben wir aber noch 55.000 Quadratmeter Land hinzugekauft und für über 1 Million 52 Stellplätze geschaffen. Und dann kam Corona. Dann kam Corona und da denkst du erstmal, die Welt bricht zusammen und jetzt sieht alles irgendwie ganz anders aus, weil dieser dynamische Drive, der jetzt in der Caravan-Branche drin war, ist durch Corona noch verstärkt, weil es eben diese sichere Urlaubsform ist. Mhm. Und guck, von 2016 bis 2019 haben sich die Zulassungszahlen für Reisemobile in Deutschland verdoppelt, in 4 Jahren verdoppelt. Und dann hatte man jetzt gerechnet, dass sie vielleicht weiterhin 3, 4, 5% wachsen. Und jetzt ein bisschen weniger. Oder auch stagnieren, weil sie ja auf so hohem Niveau waren. Aber so wie es jetzt ausschaut, geht dieses horrende Wachstum gerade mal weiter. Ja. Also vielleicht auch mal dazu, die Leute kaufen sich auch teure Autos. Das heißt, also ich sage jetzt mal, ein einigermaßen gut ausgestatteter BMW, ein 5er, da bist du schon mal 80.000, 90.000 Euro los. Das haben viele sehr oft gemacht. Viele sagen aber, ich brauche nicht mehr das große Auto. Ich habe vielleicht einen Porsche gehabt für 150.000 Euro. Ich investiere das Geld jetzt mal in ein Reisemobil. Und wenn du das mal realistisch rechnest. Das habe ich auch. Ja, nee, das war ja auch bei uns so. Also wir hatten ja ein Firmenfahrzeug, haben für Porsche oder arbeiten für Porsche. Da gab es auch mal einen Porsche. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ich fahre ja gar nicht mehr mit dem Auto. So, ich brauche ein Auto für die Produktion. So, und dann haben wir gemerkt, das ist eine ähnliche Investition. Also dass, wenn du, ich sag mal, einen tollen Wagen hast und das vielleicht zweimal hintereinander, da waren die Modellwechsel auch alle 3 Jahre. Ich glaube, ich glaube, dass die Leute die sehr, sehr lange halten, oder? Ja, jetzt musst du natürlich eins sehen, also der Porsche ist jetzt vielleicht das falsche Argument, weil der Porsche, der hat gewissen Kultstatus und hat im Verhältnis, glaube ich, bei den PKWs einen relativ niedrigen Wertverlust im Verhältnis zu den Kosten. Wenn du Neupreis gleiche Fahrzeuge anderer Marken fährst, dann hast du ja teilweise in 3 Jahren das Auto auf 30% Restwert. Und das hast du ja bei Porsche nicht, der bleibt ja weiter oben. Aber wenn du dann das gleiche Geld in ein Reisemobil investierst, dann hast du ja einen viel, viel beständigeren Wert. Also du kriegst ja heute für ein 6-7 Jahre altes Reisemobil nur die Hälfte. Was krass ist, die Morelos, ich habe ja Morelos gesehen, 2 Elfer, die kosten über 100.000 Euro, die werden immer noch hoch gehandelt, die sind sehr wertstabil, also die sind unglaublich extrem, gesucht, die Fahrzeuge, extrem, oder? Extrem wertstabil. Das ist auch verrückt, weil natürlich auch das Angebot überschaubar ist. Also wenn du kannst ja so, ich weiß, ohne jetzt zu stark zu werden, aber wenn du in mobile.de guckst
und schaust dir mal an, was an gebrauchten und neuen Morelos im Angebot ist und vergleichst mal mit einschlägigen Wettbewerbsfahrzeugen, was da im Angebot ist. Man muss da natürlich fair sein und muss ab 2011 eingeben, damit man eine Vergleichszahl hat. Mhm. Aber da findest du im Wettbewerb ganz schnell mal die zwei-, drei- und vierfachen Zahlen. Das heißt, viele der Morelos gehen unter der Hand weiter, bleiben im Familienbesitz, landen bei der Schwester, beim Bruder, beim Schwager. Die landen aber auch teilweise bei euch. Die Kunden geben die auch gern zurück. Also aber zurück bedeutet ja nur, die gehen gleich wieder weiter. Also stimmt, ja. Die stehen ja bei uns auch nicht auf Halde. Wir leben ja nicht davon, dass wir sie behalten, sondern dass sie dann wieder weiterverteilt werden. Und mit einem Morelo hat man keine Absatzschwierigkeit. Also, die bleiben nicht da. Ich kann mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Ja. Ich mag das. Denn nein, das ist so, wenn ja die Leute auf dem Stellplatz sehen da so Morelo und sehen jetzt hier den Reinhard Löhner, der selbst knapp 100 Tage im Morelo fährt. Ja. 90. Ja, ist doch so. Ich nehme an, du nimmst das Auto mit. Du bist auch hier mit dem Auto, hier mit dem Morelo? Ja, selbstverständlich. Ich stehe traditionell seit, ich weiß gar nicht wie lang, 25 Jahre, 30 Jahre auf dem P1. Ich auch. Also seit die Messe in Düsseldorf ist, verbringe ich die Messezeit in meinem Reisemobil hier auf P1. Das bedeutet für mich, ich fahre zum Beispiel, also ich hatte jetzt diesen Sommer keinen Urlaub, dann bin ich aber schon Montagvormittag vor der Messe angereist. Normal reise ich eigentlich Sonntag schon an, nutze dann die paar Tage, bis die Messe losgeht. Für uns geht ja die mit dem Aufbau gleich los, aber jetzt muss ich ja nicht von früh bis Nacht am Aufbau teilnehmen, das macht ja auch ein Messebauer und unsere Mitarbeiter. Aber ich nutze dann die ersten 3-4 Tage, da entspanne ich noch, da treffe ich Kontakte, unterhalte mich mit vielen, vielen Kollegen, die teilweise auch schon wie ich dann vorher kommen, nur damit man eine schöne, nette Gesellschaft hat und Kameradschaft hat. Dann gehe ich viel Fahrrad fahren in der Zeit, weil ich mag Düsseldorf extrem gern und ich fahre unheimlich gern mit dem Fahrrad am Rhein entlang. Das ist für mich eine richtig gute Erholung. Und dann der P1 ist direkt am Rhein, muss man sagen? Der ist praktisch direkt am Rhein, 300 Meter oder so. Reinhard, wir müssen uns das Bad noch angucken. Ich könnte stundenlang mit dir reden. Mach das. Denn die Leute. Aber es war sehr, sehr schön, das mal in einen Einblick zu kriegen, denn auch mal zu wissen, was ist denn die Zielgruppe? Ihr kennt ja die Zielgruppe. Ihr fahrt mit denen, ihr habt Treffen von Morelo, ihr organisiert das. Ihr wisst, da, wo du es eben so schön gesagt hast, die Schönen und Reichen in Monaco, das sind es eben genau nicht. Die sind es nicht. Glaub mir, wir haben auch Leute dabei, die besitzen 100-mal so viel Geld wie ich, aber du merkst es nicht. Ja. Das sagt uns der Reinhard Löhner. Du merkst es diesen Leuten nicht an. Sehr schön. Hier hast du eine kleine Besonderheit an der Tür, die Tür schlägt durch, das heißt, ich kann die Tür komplett durchdrehen und muss nicht um die Tür herumlaufen, wenn ich ins Bad will. Du wirst das sehen, ich kann die Tür einfach durchschlagen. Nee. Doch. Und hast du es an deinem Auto noch nicht gemerkt? Na, danke schön. Nee, ich muss dazu sagen, ich habe ein anderes Bad, ich hab das französische Bett hier. Ja, dann ist klar. Dann ist klar, aber das Scharnier, wo hast du denn das bekommen? Lass uns doch auch noch ein kleines Geheimnis. Nee, das ist aber die Beschläge allein zu kriegen, die sowas können. Manches suchst du auch vergeblich. Aber es ist eine gute Geschichte. Auch wenn du auf die Spitze siehst, das Schloss steht ja nicht hervor. Das schließt ja hier glatt ab. Ja, warte mal kurz, ich zeig's mal gerade. Ja, wenn du mal kurz nochmal zu mir kommst. Ja, das Schloss schlägt glatt durch. Das steht ja. Was hast du mit dem glatt durchschlagen? Es steht die Zunge steht nicht vor. Ja. Und wenn ich das jetzt langsam zuziehe, ich mache jetzt nichts. Ja. Ich lasse es einfach. Hä? Ja, ich habe es nicht angefasst. David Copperfield. Nein. Da ist ein Magnet drin. Sobald das Schloss hier rüber geht, zieht ein Magnet die Falle zu. Nein. Ja, frech. Die Franken, ey, ich fasse es nicht, ja, die kommen auf alle Ideen. Du weißt doch, wie die Franken sind, wenn deine Frau aus Franken ist. Ja, aus Lichtenfels kommt sie. Also die Franken sind schon, die haben es drauf. Komm, wir zeigen noch ein kleines Detail, das haben wir ganz vergessen, hier der Schrank, bevor wir ins Bad gehen. Das ist ein wahrscheinlich hängender, wenn man will, hängend. Ja, du kannst oben und unten hängen, also wir haben immer zwei Hängeleisten drin, zwei Stangen, wobei sich halt herauskristallisiert hat,
dass du unten leichter hängst, weil es ist so. Ja, hänge ich da rein, ist okay. Ja. Du hängst unten. Naja, ich hänge nicht, ja. Aber die Klamotten. Und oben tue ich mich leichter mit zum Beispiel Pullovern und so, weil das ist in Augenhöhe, ja. Ja, warte, ich zeig's mal gerade. Du bist ungefähr wie groß, Reinhard? Ah, ich bin klein, also 1,70, das muss reichen. Ja. Die ideale Größe für einen Sportwagen. Okay. Ja, aber hier kann ich jetzt gut arbeiten, wenn ich jetzt die Hängesachen oben habe. Ja, unten wäre doof. Dann kann ich so arbeiten, das ist auch nichts. Ne? Aber die Frau könnte jetzt oben und unten hängen. Das heißt, selbstverständlich, ich kann die Böden natürlich einfach rausnehmen. Toll, verstanden. Mach nochmal zu, bitte. Also diese Tür, da komme ich ja jetzt nicht drüber weg. Ja, das hättest du mir nicht, von der anderen Seite. Hättest mir nicht zeigen dürfen. Das heißt, wenn man es schnell macht. Ist völlig glatt. Schließt von selbst. Und schlägt ganz durch. Deshalb, wenn du von vorne eben kommst, brauchst du nicht um die Tür herumlaufen, sondern du kannst einfach die Tür aufmachen und gehst rein. Man kann zwei Teile zumachen, das heißt, ich kann mich sehr, sehr gut auch akustisch entkoppeln. Naja, das ist eben, wenn du ein Hubbett hast, und dann gehen wir mal davon aus, dass du vielleicht da vorne noch mal einen Enkel mitnimmst, oder dass der Schnarcher nach vorne verbannt wird. Ja. Was ja auch oft geschieht. Das bin ich. Was ich aber auch oft feststelle, ist, dass so der eine oder andere, wir haben ja auch Leute, die schon etwas älter sind oder die mal der eine oder andere etwas kränklicher, dann kommt es oft vor, dass die Leute mir sagen, ja, wenn ich krank bin oder wenn es mir nicht so gut geht, dann schlafen wir auseinander. Mhm. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Und am besten noch vom Verkäufer eine gute Beratung bekommen. Das heißt, ich kann beide Türen zumachen, dann ist wirklich leise. Genau, jetzt habe ich eine saubere Schiebetür, da ist, und die sind ja auch nicht dünn, die sind auch dick. Patricia, ich brauche dich mal gerade. Du sitzt da. Wir konnten ja nicht ahnen, dass der Reinhard uns die Morelo-Geschichte noch mal kurz erzählt. Er hat das aber super gemacht. Er hat das super. Ich habe so viel Neues erfahren heute, Reinhard. Ja. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, dir das mal anschaust. Also für die Patrizia hätten wir natürlich jetzt eine tolle Idee, die könnte mal die Dusche verführen. Okay. Bitte nicht anmachen. Ich nehme an, hier ist kein Wasser in den Fahrzeugen, oder? Nee, mach's nicht an. Das ist jetzt eine Einzeldusche. Wie ist der? Ich weiß es nicht. Also ich sag mal, wenn ich die Patrizia so anschaue, dann könnte es auch für zwei Personen gehen. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich habe ein Raumbad, wenn ich das will, richtig? Das heißt, ja, so, wir nennen das im Prinzip als Raumbad. Die Duschkabine ist mit Sicherheit für jeden Einzelnen groß genug und für so Schlanke natürlich, wäre es auch mal für zwei geeignet. 50 Kilogramm wiegt die Patrizia. Das wäre aber auch geeignet für Menschen, die etwas kräftiger sind. Also es ist ja nicht jeder ganz schlank, denn ihr habt die Dusche so groß gebaut, dass sie größer ist wie in manchen. Ja, das ist etwa Haushaltsformat, muss man sagen. Also wir legen ja unheimlich viel Wert darauf, dass man etwa alles haushaltsmäßig bedienen kann. Mhm. Und hier geht es auch noch um die Ecke. Also man hat nicht nur diese Breite, sondern so. Genau. Toll. Ja. Hast du gut gemacht. Das ist eine Duschwanne von 90x75, die passt in jedem Haushaltsformat. So, und hier habe ich dann die Toilette. Das ist so. Du hast das ist auch Keramik, eine Keramiktoilette. Festtank, Keramik. Von hinten durchaus zugänglich. Also wir können aus der Küche zwei Schubläden rausnehmen und können praktisch die Toilette, die ja hinten eine Absaugpumpe hat. Ja. Und da gibt es ja schon mal das ein oder andere Problem, wenn einer was reinwirft, oder? Ja, was er nicht darf. Wenn da was reingefällt, ja, also ich sag ja, was meine Leute da schon im Service rausgeholt haben, ist ja auch nicht unnormal. Also ich sag mal von Damenhygieneartikeln, die da bestimmt nicht reingehören, bis zu Eheringen finden wir da alles. Es ist so, es gibt, glaube ich, eine Grundregel, alles das, was man mit der Hand zerreißen kann, so hat es mir einer mal erklärt. Ist das ungefähr so? Das heißt, das Toilettenpapier, was man einfach... Ja, Toilettenpapier stört gar nicht. Es ist auch die,
die Kunde, dass das nur Spezialtoilettenpapier, die Rolle für 4 Euro, das kannst du alles vergessen. Mhm. Also ich habe mein ganzes Leben noch nie so ein Toilettenpapier benutzt. Funktioniert. Das geh doch einfach in Aldi und kauf dir ein 4-lagiges Toilettenpapier, das ist wunderbar. Mhm. Da muss man kein überzogenes Geld ausgeben dafür. Warte, ich zeig mal ein kleines Detail. Ihr habt die neue Dometic, die ist so schön. Die ist echt schön, ja. Die ist echt schön geworden, gell? Ja, aber schöner als schön oder wichtiger als schön, das ist halt wieder Morello, wichtiger als schön ist. Sie funktioniert. Ist deutlich leiser. Ja. Und sie hat eine höhere Leistung. Du machst einen echt schwer, wenn ich das jetzt hier sehe. Du brauchst ein neues Auto. Ja, der Robert hat schon gemeint, ich soll mal gleich vorbeikommen. Ist da vorne noch ein Apothekerschrank, kleiner? Nee, beziehungsweise hier ein Schrank für Medikamente? Ja, hier hast du überall. Oder Zahnbürsten? Ja, ich würde mal sagen, die üblichen Hygieneartikel, die man halt so mitnimmt. Und auch da, die Einlegeböden sind natürlich herausnehmbar. Ich meine, für ein größeres Haarspray oder eine größere Packung von irgendwas kann man da die Abstände, du siehst die Abstände im üblichen, ich glaube 32 mm Raster verändern. Ist übrigens für Mundspülgeräte, die besonders hoch sind, kann man eins rausnehmen und dann passen die auch noch rein. Das ja, ich auch und du hast auch eine Steckdose. Also ja, die ist direkt mit drin. Genau. Die Geräte aufzuladen. Ja, das Waschbecken ist hinter dir, oder? Ja. Das ist wichtig, ist die einfache Reinigung. Leute haben mir erzählt, also glatte Oberflächen sind leicht zu reinigen. Er legt unglaublich viel Wert drauf. Ja, ich sage, das ist, wenn du ein Reisemobil fährst, möchtest du Reisemobil fahren und du möchtest leben. Aber du möchtest doch bestimmt nicht überall nur putzen. Das heißt, man muss also auch bei der Materialauswahl und bei den Oberflächen ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht zu Tode putzt. So, jetzt sind die Leute mal endlich uns beide, weil die immer ja, gucken, wer steht da in der Kamera. Man kann uns trotzdem nicht erkennen wegen den Masken. Ja, das ist so. Fertig. Aber trotzdem, das Hygienekonzept der Messe Düsseldorf ist genial. Also ich hoffe ernsthaft, dass das ausstrahlt, weil ich bin immer noch der Meinung, dass man zum Beispiel auch in einem Fußballstadion mit einem Platz dazwischen vielleicht mit einer Maske als Fan sitzen kann. Ja. Reinhard, das Beste ist, wir gehen mal kurz raus, machen die Abmoderation, denn ich habe eins geschafft. Ich habe diesen Akku, der wirklich leistungsfähig ist. Ich habe noch 9%. Da lacht er. Links sind an die Grenze, ja. So, wir haben uns vorher noch nicht gekannt. Du kennst meine Videos so ein bisschen? Ja, ich kenne deine Videos und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin begeistert. Warum? Sie sind aus dem Leben. Das wäre, glaube ich, die einfachste Erklärung. Sie sind aus dem Leben. Die sind nicht gestellt, nicht überkandidelt. Sie sind einfach natürlich. Ja. Und das mag ich ja besonders. Ich mag halt einfach, wenn man hier so ein Fahrzeug sieht, weißt du, da könnte ich jetzt sagen, das Fenster ist so breit, das ist so hoch, ja. Das ist die Reifengröße. Aber du hast ja Herzblut, du hast dein halbes Leben hier investiert. Ja, aber das sehe ich ja an deinen Videos auch immer. Deine Videos sind emotional. Ja. Also, das ist natürlich viel mehr wert, als wenn du die Reifengröße zelebrierst. Die ist egal. Die Reifen müssen eine Größe haben, dass sie die Last tragen. Ja. Ich kannte den Robert. Ja. Der Robert hat mir erzählt, er ist ein Zahlenmensch. Er ist nicht nur ein Zahlenmensch. Ich glaube, der passt super ins Team, oder? Wie alle bei euch bei Morello. Der Robert ist 16 Jahre bei mir. Also er ist zwar für einen Geschäftsführer einer so großen Firma mit 350 Leuten relativ jung, aber mit 16 Jahren Erfahrung mit uns zusammen, da ist er bestens prädestiniert für die Zukunft. Und er war auch krisenfest jetzt, oder? Ach, wir sind alle krisenfest, wir haben da gar kein Problem. Reinhard Löhner auf dem Caravan Salon 2020. Wir haben uns vorher nicht gekannt, wir haben uns gestern mal kurz gesehen, heute machen wir das Video. Ich gucke mal auf die Uhr, 1 Stunde 23 durchgehend. Autsch. Hättest du nicht gedacht, oder? Ach, ich kenne mich. Also für mich ist es schon oft sehr schwierig. Also ich kann auch in eine Halle gehen mit 1000 Leuten und eine Stunde reden und habe das Skript vergessen. Das ist schwierig. Die ist aber da nicht leer, die Halle? Nein, die bleiben dann tatsächlich da. So, ich danke dir herzlich und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. 10 Jahre Morello.
Tschüss, danke. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Tschüss, Patricia. Tschüss. Du hattest diesmal nicht so viel zu tun, aber es war spannend, oder? Ich konnte die Dusche testen, das ist schon mal was, ja? Tschüss.